No. Als Mordfall von Sondershausen wird die Ermordung des 15-jährigen Schülers Sandro Bayer im Jahr 1993 durch die drei damaligen Mitglieder der später dem NS-Black Metal zugeordneten Band Absurd bezeichnet. Mit Schlagzeilen wie Satans Mord von Sondershausen erregte der Fall deutschlandweit Aufsehen. Der Mord bewirkte, dass die Band im rechtsextremen Teil der Black Metal-Szene Kultstatus erlangte. Hergang. Das Rondell Sondershausen, wo sich die drei Jugendlichen mit Bayer trafen. Am 29. April 1993 lockten die drei Jugendlichen Sebastian Schausal, Hendrik Möbus und Andreas K. den 15-jährigen Schüler Sandro Bayer zu einem Treffen bei einem im Wald befindlichen Kriegerdenkmal auf dem Rondell Sondershausen. Die Nachricht mit der Einladung zu diesem Treffen bekam Sandro Bayer über einen Zettel, den ihm eine mit Schausal befreundete Schülerin zusteckte. In einer unbenutzten Waldhütte, die Möbus Eltern gehörte, fesselten sie ihn an einen Schaukelstuhl, wo er dann gegen 20 Uhr durch Erdrosseln mit einem Stromkabel ermordet wurde. Anschließend vergruben sie die Leiche in einer Baugrube nahe der Hütte. Am siebten Tag nach der Vermisstenanzeige wurde die Leiche nach einer von Andreas K. angefertigten skizzenartigen Beschreibung gefunden und ausgegraben. Am 12. Mai wurde Sandro Bayer in Sondershausen beerdigt. Als Sebastian Schausal im Verhör mit den Tatsachen konfrontiert wurde, gestand dieser den Tathergang zunächst, den er in allen Einzelheiten und äußerst ruhig beschrieb. Weiter sagte Schausal, dass es kein rational nachvollziehbares Motiv für die Tat gegeben habe, dass Sandro Bayer ein beliebiges Opfer gewesen sei und dass er schon immer einmal einen Menschen töten wollte, um zu spüren, wie es sich anfühle. Vor Gericht widerrief er das Geständnis auf Anraten seiner Verteidiger und die Gruppe legte sich darauf fest, dass es sich um einen tragischen Unfall gehandelt habe und dass sie Bayer nicht töten, sondern nur erschrecken wollten. Das Gericht befand, dass die ständige Beschäftigung mit satanistischem Gedankengut und mit Tötungsdarstellungen in Filmen die Hemmschwelle herabgesetzt habe, sodass eine solche Tat möglich wurde. Wir sind davon überzeugt, dass die Tat ohne diesen Hintergrund nicht möglich gewesen wäre. Ganz egal, aus welchen Motiven sie sich damit beschäftigten, sie haben die Achtung vor dem Menschen, vor seiner Würde verloren. Richter Jürgen Schuppner. Insbesondere der Film Tanz der Teufel wurde dabei genannt, der als Vorlage für den Mord und das Vergraben der Leiche gedient haben soll, da dort die Beteiligten ebenfalls die Leiche einer gewandelten Frau in ein Bettlaken wickeln und im Wald nahe der Holzhütte vergraben. Hendrik Möbus betrieb zudem privat einen regen Handel mit schwarzkopierten Filmen, von denen viele indiziert waren. Außerdem schrieb er äußerst blutrünstige Kurzgeschichten. Nach Aussagen der Täter stand die Tat in keinem satanistischen Zusammenhang. In der ARD-Dokumentation Der Satansmord, Tod eines Schülers präzisierte der Richter Jürgen Schuppner 8 Jahre nach der Urteilsverkündung seine Aussage bezüglich des satanistischen Zusammenhangs. Es war in gewisser Hinsicht ein Satansmord aufgrund dieses Hintergrundes, aber die Ausführung der Tat hatte nicht das Geringste mit einem Ritual oder mit einer satanistischen Tat zu tun. Es fehlt jeder rituelle Hintergrund, es fehlt die Vorbereitung, es fehlt die Ausstaffierung. Richter Jürgen Schuppner. Die Staatsanwaltschaft hatte für jeden der Täter 10 Jahre Freiheitsstrafe gefordert. Sebastian Schausal und Hendrik Möbus wurden am 9. Februar 1994 wegen gemeinschaftlich geplanten Mordes, Freiheitsberaubung und Nötigung als Haupttäter im Prozess vor dem Landgericht Mühlhausen zu 8 Jahren Haft verurteilt, während der als Mitläufer betrachtete Andreas K. 6 Jahre Haft bekam. Das Gericht blieb im Urteil deutlich unter der zulässigen Jugendstrafe, da man den Jugendlichen die Rückkehr in ein normales Leben ermöglichen wollte. Sie kamen alle drei in die Justizvollzugsanstalt Erfurt, wo sie im gleichen Bereich untergebracht wurden, obwohl das Gericht auf eine getrennte Unterbringung der drei plädiert hatte. Haft. Die Täter holten während der Haftstrafe ihr Abitur nach. Sebastian Schausal schrieb einen Brief an den Sondershausener Pfarrer Jürgen Hauskeller,
der Bayer damals beerdigt hatte, um ihn um Unterstützung dabei zu bitten, mit dem Mord und den damit verbundenen Auswirkungen für ihn zurechtzukommen. Im Gefängnis konnten die Täter ihre Band unter dem Namen In Ketten weiterführen. Ihre zu dieser Zeit aufgenommene und veröffentlichte Kassette Thuringian Pagan Madness zeigt auf dem Cover das Grab des ermordeten Sandro Bay mit dem Zusatz: The cover shows the grave of Sandro Bay murdered by Horde Absurd on 29.04.1993 ab. Auf der Innenseite. Aus ihren Jugendstrafen wurden die Bandmitglieder 1998 auf Bewährung entlassen. Hendrik Möbus wurde am 25. August 1998 als letzter entlassen, nachdem er den Mord vorgeblich bedauert hatte. Einen Monat später zeigte Möbus bei einem Absurdkonzert den Hitlergruß, wofür er eine Freiheitsstrafe von 8 Monaten erhielt. Nachdem bekannt geworden war, dass er in einem Interview für das Buch Lords of Chaos sein Opfer als Volksschädling verhöhnte, wurde seine Bewährung schließlich widerrufen. Er flüchtete in die USA und tauchte bei einem befreundeten Neonazi, dem Gründer der National Alliance, William Pierce, unter. Dort wurde er am 26. August 2000 vom United States Marshal Service aufgegriffen. Möbus stellte einen Asylantrag und gleichzeitig wurde auf einer Webseite unter dem Motto Free Hendrik Möbus eine Solidaritätskampagne eingerichtet, bei der behauptet wurde, es handele sich bei Möbus um einen politischen Gefangenen. Möbus versuchte den Fall so darzustellen, dass seine Menschenrechte verletzt würden. 2001 kam Möbus nach einem gescheiterten Asylantrag zum Absitzen seiner 3-jährigen Reststrafe erneut in ein deutsches Gefängnis. Berichterstattung in der Presse. Dass die Tat einen satanistischen Hintergrund hatte, wurde vor allem in den Jahren kurz nach dem Verbrechen und der Verurteilung der Täter in den Massenmedien bis hin zu der Bezeichnung Satansmord von Sondershausen kolportiert. Der Spiegel stellte die Tat im Mai 1993 in eine Reihe mit weiteren Taten und Suiziden mit angeblich satanischen Hintergründen ein und berichtete im Januar 1994 über das laufende Verfahren. Im Oktober 1994 griff das Magazin die Rezeption der Tat in der damaligen Black-Metal-Szene auf und stellte Zusammenhänge zu dem Mord an Östein Aset und rechtsradikalen Gruppierungen her. Als 2001 Manuela und Daniel Ruder aus dem Ruhrgebiet den 33-jährigen Frank H. ermordeten, wurde das in der Presse als neuer Satansmord, Mordfall von Witten, bezeichnet. Bei den Tätern wurde unter anderem eine Feindliste gefunden, die den Namen von Sandro Bayers Mutter enthielt. Spekulationen über das Motiv. Sandro Bay musste laut der ARD-Dokumentation der Satansmord, Tod eines Schülers vermutlich sterben, weil er den Kontakt zu der Gruppe suchte, diese ihn jedoch ablehnte. In der Schülerzeitung äußerte sich Möbus zuvor in Bezug auf seine Band absurd, dass Sandro Bay keiner von ihnen sei, mit dem Zusatz also beherzigt meine Worte und ihr lebt vielleicht noch ein wenig länger. Vielleicht für die Annahme, dass der Mord an Bayer keine spontane Tat war, spricht die Aussage von Möbus, früherer Freundin, sie habe mehrmals Mordankündigungen in Bezug auf Sandro mitbekommen, diese jedoch immer für einen Scherz gehalten. Ein weiterer möglicher Grund für die Tat wäre, dass Bayer von Möbus illegalem Schwarzkopieren von Filmen wusste. Hendrik Möbus behauptete im Briefwechsel mit Michael Moynihan, aus dem das Interview für dessen Buch Lords of Chaos entstand, in Wahrheit sei Bayer ermordet worden, weil er das Verhältnis des damals 17-jährigen Schausal mit einer verheirateten Katechetin, die von ihm schwanger gewesen sei, an die Öffentlichkeit habe bringen wollen. In einem Interview erklärte Möbus später, dass er wegen des Mordes keine Schuldgefühle habe und ihm das Opfer nichts bedeutete und im Grunde genommen egal gewesen sei. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, unterstützt uns mit einem Like und abonniert uns für weitere True Crime. Vielen Dank.